Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Battle Brothers. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal nach Finsterweiler und holen uns dort einen neuen Auftrag, damit es hier auch mal ein bisschen vorankommt, denn wir müssen ja auch noch ein bisschen Ansehen sammeln, ein bisschen Reputation, und das macht man am besten, indem man Aufträge sammelt und erfolgreich abschließt. Natürlich könnten wir auch selten dämlich in der Gegend rumlaufen und probieren, auf eigene Faust ein paar Gegner platt zu machen, aber das muss ja nicht sein. Ja, hier gibt es immerhin einen Auftrag, aber schauen wir erstmal, ob es hier irgendwelche Taugenixe gibt, aber anscheinend nicht. Gibt es was an Ausrüstung? Ich glaube, dafür bekommen wir einen relativ guten Preis hier. Sollten wir daher mal verkaufen. Diese kleinen Schilder verkaufe ich auch mal. Das Schwert möchte ich momentan noch nicht benutzen. Den Bogen könnte man eventuell früher oder später einsetzen. Es gibt hier sogar einen Bogenmacher, der relativ gute Armbrüste verkauft. Armbrüste an sich sind ja deutlich besser als Bögen, vor allem wenn man dafür keine so große Treffsicherheit benötigt. Aber machen wir jetzt erstmal den Auftrag hier. Was möchtest du uns denn bezahlen? Wir brauchen mehr Geld dafür. 40, 160, na gut, machen wir. Was willst du, ne? Eine Karawane nach Kochenland im Westen zu begleiten. Naja, machen wir. Leicht verdientes Geld, denn man muss ja nicht zwangshaft immer angegriffen werden. Wo müssen wir eigentlich hin? Hier hin. Oh. Briganten, Dachs und Poacher. Naja, machen wir mal. Und wir haben ja immer noch die Karawanenwache hier. Das sind eine Menge Schützen. Ich würde mal sagen, wir sollten ein bisschen schneller vorangehen. Na komm, gehen wir ein bisschen mehr in die Offensive. Kann ich von hier aus einen Schuss ansetzen? Nein, von hier aus vielleicht? 66%. Und daneben. Sehr gut. Probieren wir den Schuss von da hinten. Und das ist ein Instant Kill. Sehr schön. So, Karawanenwachen. Unterstützt uns mal ein bisschen. Weil 5 Schützen sind doch eine ganze Menge. Die zum bis jetzt noch relativ schlecht treffen. Au. Das war nicht gut. Ah, oh. Und da haben wir uns direkt mal eine Verwundung eingefangen. Du gehst mit in die Offensive. Weil die müssen wir in den Nahkampf binden, damit wir da etwas weiter vorankommen. Dann schauen wir mal, ob wir den hier platt machen können. Nicht, dass er hier unseren Schützen platt macht. Sehr gut. Na kommt, Karawanenwachen, helft mal. Nö, ihr wollt nicht. Also du ziehst dich ein bisschen zurück, damit du mir nicht gekillt wirst. Also damit können wir alle drei hier in den Nahkampf binden. Dann können die schon mal nicht schießen. So. Gehst mal 2 Meter vor und schießt mal auf den da mit 25%, leider daneben. Oh, das habe ich jetzt nicht bedacht. Du gehst auch mal hier rüber in den Nahkampf. Du bindest mir mal die im Nahkampf. So, da unten sieht es doch deutlich besser aus. Danach kann ich nicht mehr angreifen. Aber es ist sinnvoll, weil es schwächt auf jeden Fall seine Moral. Und du gehst mal hier mit runter. Nun gut. So, die Karawanenwachen sind wieder dran. Du kannst schon mal nachladen. Tu dir keinen Zwang an. Ja, und schießen brauchst du auf gar nicht. Oh, oh.
Lootest du? Oh, oh. Da müssen wir jetzt handeln. Das war gut. Das war schlecht. Prozent. Nimm die Chance. Guter Treffer. Vielleicht können wir den sogar ganz ausschalten. Nein, können wir nicht. Können wir dich ausschalten? Na komm schon, bitte, bitte, bitte. Es sind ja 66%. Da kann man ab und zu treffen. Na komm schon, sag mir, blutest du. Du hast eine verletzte Schulter. Wenn ich dich jetzt da rausbewegen wollen würde... Na komm, erstmal ein Schildwall. Der Angriff geht leider ins Leere. Der hier ist weg. Gucken wir mal, wie es mit unseren Taugenichtsen weitergeht. Oh, wow. Hoch auf den Schildwall. Guter Treffer. Na komm. Wende mal bitte den Zug. Noch leben wir da oben. Also entweder den hier killen oder... Da könnte ich nicht mehr angreifen. Aber es schwächt seine Moral. Ja, er wankt. Ich glaube, du kannst nicht mehr so gut schießen von hier aus. Die Wahrscheinlichkeit, unsere eigenen Leute zu treffen, ist da relativ hoch. Dementsprechend gehen wir einfach nur näher ran mit ihm. Na komm, da müssen wir außen rum. Da führt kein Weg dran vorbei. So. Erstmal ein Schildwall. Das war's dann. Jetzt bist du einfach voll müde. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass da nichts Schlimmeres passiert. Du wartest. Beziehungsweise Ben ist deine Runde. Oh. Mit Hängen und Würgen könnte man hier überleben. Das wäre doch schick. Oh ja, das war ein guter Schlag. Auf gut Glück schießen und dabei aus Versehen unseren eigenen treffen, probieren wir es. Sehr gut. So, laufen die jetzt weg. Der flieht. Ja, der Kampf ist gewonnen. Dann holen wir uns noch ein paar Kills. So, willst du dich noch rächen? Naja, passt. Der Kampf ist gewonnen. Ein Glück. Ich dachte schon, wir würden jetzt schon jemanden verlieren. Jo. Runs him down. Die können ja nicht gefahrlos aus unserem Bereich rausmarschieren, deswegen werden die dabei draufgehen. Geh mal näher ran und probier's. Erledigt. Ab mit seinem Kopf. Wir haben 1, 2, 3 Level up. Zwei Bögen, bisschen Essen, bisschen Gold. Ja, doch. Oh, und eine brauchbare Rüstung. Ist doch schön. Dann die sollten wir mal sofort ausrüsten. Wie wär's denn mit dir? 2 Hitpoints hast du noch. Ach, du Glücklicher. Brauchst du sonst noch irgendetwas? Für ein Schwert bist du nicht gut genug? Dann machen wir jetzt erstmal unsere Level up. So, Nahkampfangriff. Nahkampfverteidigung. Ich würde mal sagen, etwas Resolve würde dir nicht schaden. Da gehen wir jetzt mal auf Hitpoint. Okay. Crippling Strikes. Du auf deiner Seite bekommst auch Crippling Strikes. Nahkampfangriff, Nahkampfverteidigung. Und auch erstmal Hitpoints. Beim nächsten Level Up nehmen wir definitiv Resolve mit. So, und dann unser Fernkämpfer. Fastfinder wäre eventuell nicht schlecht.
Fast Adaptation, damit du besser treffen kannst. Moment, dann bekommst du von mir Fernkampfskill, Fernkampfverteidigung und definitiv Resolve, weil 31 ist ja definitiv zu wenig, wenn ich es mit den anderen hier vergleiche. Deswegen sollte man auch darauf achten, dass man halbwegs vernünftige Berufe befindet. So sortieren wir das hier mal alles und dann können wir weiter marschieren. Sind alles Kurzbögen. Nun gut, weiter. Karawane? Karawane läuft. Oh, unsere Company möchte eine Ambition haben. Was wollen wir denn? Alliierte, damit wir mehr Angestellte bekommen. We shall get the company strength back to 1000 men. It will make us a formidable force again. Ja, die Stärke der Kompanie ist mir wichtig. 12 Mann müssen wir bekommen. Ja klar, mit ein paar Tagelöhnern und anderen Taugenichtsen sollte das schon mal klappen. Blöd, dass wir halt so schlecht bezahlt werden für den Auftrag. Das macht das Ganze auch nicht besser. Und wir treffen mal wieder in der Nacht ein. Wie schaut es eigentlich mit den Verwundungen aus? Ah, verletzte Schulter. Das wird 2 bis 4 Tage dauern zum Aushalten. Könnt ihr natürlich auch in einen Tempel gehen und es dort heilen lassen. Ah, das passt schon. Was hast du denn für Verletzungen? Verletzte Schulter. Bierstarmsmuskel. Ja, das ist relativ schlecht. Minus 25% Range Skill für einen Fernkämpfer ist ja schon wirklich mies. Sonst haben wir eine schlimme Verwundung? Nein. Wie lange heilt das jetzt? 2 bis 4 Tage? 2 bis 4 Tage. Ja, vielleicht sollten wir hier im Kochenland noch ein paar zusätzliche Leute engagieren, die wir als Ersatzleute einsetzen können. Natürlich bei Tagesanbruch. Und es gibt ja eine Aufgabe, sehr gut. Warten wir mal ab, bis der Tag beginnt. So, können wir hier jemanden engagieren, den Lothar. 125 für einen Müller. Ich glaube, das geht in Ordnung. Narren. Eine Narrenkappe. Ja, ich weiß, Bettler sind nicht gerade gut geeignet, aber wir müssen jetzt erstmal unsere Bandstärke hochpushen. Ja, noch ein Bettler, komm. Und ein Vagabunden? Da können wir noch den Mönch nehmen. Und den Lothar. Sehr gut, da haben wir noch 995 Kronen übrig. Dann schauen wir mal. Kann irgendjemand von denen mit Fernkampfwaffen umgehen? Ja, der hat zumindest eine gute Ambition für Fernkampfwaffen. 41,54. Naja gut, aus dir könnte man mal einen Fernkämpfer machen. Du nimmst mir mal so einen Bogen und Pfeile. Hierhin. Allzu schlecht ist diese Farmhand hier nicht. Schlecht sind meine Bettler. Na, die taugen eigentlich doch einigermaßen. Dann bekomme ich hier ein paar günstige Speere. Das wäre wichtig zu wissen. Ein. Das ist teuer. Nun gut, nehmen wir den Schild hier und den Speer. Rüstung können wir uns gegenwärtig keine großen leisten, aber naja, passt schon. Ja, du bist ein super Nahkämpfer dementsprechend. Ja, jetzt müssen wir nur noch Mützen organisieren. Na komm, du hast eine Ambition für Fernkampf. Vielleicht können wir da ein bisschen was nach vorne pushen. So, dann bekommst 20, 20. Spielt keine Rolle.
Nun gut, nimmst du ja das Schwert. Du bekommst hier die Axt. Naja, können wir uns noch ein Schild leisten, wenn es nur ein kleines ist? Das wäre schon mal... Ja, komm. Kaufen wir. Irgendwelche relativen Rüstungen. Na komm, die 110 sollten wir auf jeden Fall investieren. Das Teil kann weg. Das Taschenmesser kann weg. Mützen. Kann ich, was kostet uns momentan? 108 am Tag. Dann sollten wir uns eventuell vielleicht noch so eine Käppi hier leisten. Das passt dann. So, erstmal unsere Erfahrenen in der Mitte. Die bekommen hier die beste Rüstung. Naja, so gut ist diese Rüstung hier auch wieder nicht. Und der hat hier schon Level Up. Oh, Essen haben wir noch ein bisschen. Dann bekommst du hier eine Mütze. Ja, das schenkt sich hier gar nichts. Bekommst du hier auch eine Mütze und den kleinen Schild. So, wunderbar. Damit haben wir unsere Ambition erfüllt. Nun gut. So, dann machen wir mal den Auftrag hier. Was verlangen die von uns? Moment. 310 Kronen. 340. Na komm, machen wir. Briganten. Aus der zusammengebrochenen Festung. Östlich vom Kochenland. Na komm, machen wir. Von allem anderen haben wir noch eine ganze Menge. Wie sieht es denn mit unseren Verletzungen aus? Bisschen weiter ins Zentrum, wenn ich bitten darf. Damit wir links und rechts zwei haben. Einen kleinen Schild sollte man eventuell nicht auf der Flanke haben, weil die kommen ja gerne über die Flanke. Naja, du bist fast fit. Da müssen wir hin. Na dann. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen Kleingeld verdienen. Und weiter ein bisschen... Ah, Ambition erfüllt. Die Stimmung verbessert sich dadurch. Dann warten wir darauf, dass wir eine neue Ambition bekommen. So, die Frage ist, unbekannte Garnison. Wie schaut's denn aus? Den Verletzungen... Ich glaube, wir sollten vielleicht mal einen Tag vor der Garnison warten. Also vor der Festung. Oh, die sind rausgekommen. Naja, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, diesen Kampf machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.